anfangen. Wie gesagt, wenn wir mit dem Gerät, ich darf bei uns im Studio begrüßen, den Bernhard Mann, er ist von der Philips, darf ich in dem Zusammenhang sagen. Das Gerät ist von Ihnen entwickelt worden, also nicht von Ihnen persönlich, aber von Ihrem Konzern. Was ist es genau? Richtig, wir haben hier das erste voll integrierte Compact-Disc-Plattenspieler von uns, vom Systementwickler in Holland. Und bevor wir jetzt da gross ins Detail schon gehen und versuchen, das mit Watt zu erklären, machen wir das am besten mit Beispielen. Also Plattenspieler ist es in dem Sinn, wenn wir es vergleichen mit dem konventionellen Plattenspieler, da braucht es einmal eine Platte. Und der Ton ist auf dieser Platte wie drauf? Auf dieser LP ist der Ton in Form von einer Rille. Wir sehen es im Dia. Und der Diamant tut die beiden Rillenflanken abtasten und tut die Schwingungen aufnehmen. Die werden dann verstärkt und gehen auf den Lautsprecher. Währenddem, das ist jetzt die neue Platte, die dann in den Spieler reinkommt. Das sieht nicht so aus, wenn es da drauf eine Rille hat. Nein, hat jetzt keine Rille mehr. Die Platte ist nur noch 12 cm gross. Und die Tonspur hier drauf ist im Inneren der Platte in Form von winzigen Vertiefungen, wie wir sie jetzt im Bild sehen. Die Vertiefungen hier drauf sind mikroskopisch klein, kleiner als ein Tausendstel Millimeter tief und breit. Und wenn man jetzt beim konventionellen Plattenspieler die Musik laufen lassen, dann muss man hier reinfahren und dann tut man hier den Arm ab und dann ist eben wird die Rille mit dem Diamant abtastet. Wird auch da, dass die verschiedenen Löcher mit dem Diamant abtastet? Nein, das ganz Neue an diesem System ist, dass die Vertiefungen mit einem ganz feinen Lichtstrahl abtastet werden. Die Platte wird also nicht mechanisch beansprucht, der Lichtstrahl nicht die Platte völlig benutzungslos, verriebungslos abtasten. Also wenn man das auf dem Dia anschaut, dann sieht man, das Rote, das ist der Lichtstrahl. Das ist der feine Lichtstrahl und obendrauf sieht man die Platte mit im Inneren, die Vertiefungen, die hier angestrahlt werden und wo die Zwischenräume wieder zurückgewirbelt werden. Ist das gewöhnliches Licht? Das ist ein Laserlichtstrahl, das ist gerichtetes Licht, damit man einen ganz feinen Punkt auf dieser Platte fixieren kann. Wenn man auf dem anderen Dia das anschaut, sieht man, wie das dann eingebaut ist. Ja, da sieht man Platten oben, wie sie dreht. Der blaue Pfeil zeigt das an. Ohne das optische Abnehmersystem mit dem Tonarm sieht man dort rechts. Und mit dem Lichtstrahl hier drinnen. Die Löcher abtasten. Wir haben ja jetzt die Platte eingelegt, die dreht sich jetzt. Das ist also dasselbe wie hier. Und ein kleiner Trick wird uns dann auch genauer veranschaulichen, was da genau passiert, wenn Sie das bitte wieder kommentieren würden. Hier sieht man den Lichtstrahl, wie er auf die Tonspur gerichtet ist. Man sieht hier, wie er rückgespiegelt wird, wie die Zwischenstellen innen. Man sieht, wie das sehr rasch abläuft hier drauf. Und man sieht, jetzig denn gerade das Linsensystem, wo der feine Lichtstrahl ganz genau auf die Tonspur richtet, auch bei kleinen Abweichungen sofort nachrichtet. Das ist dann also so auf dieser Platte drauf. Jetzt kommen wir noch mal zurück da auf unseren konventionellen Spieler. Wir haben schon mal gesagt, da wird der Ton quasi in der Rille gelagert und wird dann vom Diamant abtastet und so umgesetzt in den Ton, wie man dann am Lautsprecher hört. Wie ist das da? Hat man da bei dieser Platte dann auch, eben in diesen Vertiefungen drin, sind da Töne drin? Oder was? Nein, gar nicht. Das ist ganz ein anderes Aufzeichnungssystem. Das ist computermäßig aufgezeichnet. Da ist der Ton in Form von Zahlen aufgezeichnet. Wir sehen sie vom Dia oben, die Schallwellen, wie sie in den Rillen drin gewesen wäre, von der Langspielplatte. Darunter sieht man die Treppenform. Und jeder Treppenstufe wird eine Nummer zugeordnet. Das sieht man hier in der Mitte. Und die Nummern, die sind auf dieser Platte. Also mit anderen Worten, der Ton wird in Nummern zerlegt. Richtig. Und die kann ich jetzt zwar nicht von Augen lesen, darauf, aber die kann dann den Laserstrahl lesen. Der Laserstrahl liest die Nummern raus. Und dann geht es aufs Herz des Compact-Disc-Plattenspielers. Das ist hier die Printplatte nebenzu. Auf dieser Printplatte hat es eine ganze Reihe von Mikroprozessoren drauf. Die tun die Tonreihe, die Zahlenreihe wieder umsetzen in einen Ton. Also wenn man das vergleicht so mit einem konventionellen Plattenspieler, dann hat es da einen Haufen Rädchen und Zeugs drin und Riemen, die das antreiben. Das ist da alles weg. Das entfällt vollständig. Und wenn wir es mit normaler Elektronik aufbauen, mit Transistoren, Widerständen, Kondensatoren, müssen wir einen ganzen Schrank voll Elektronik da herstellen.
Kommen wir auf die Funktion des Ganzen. Das wieder im Vergleich. Wenn ich da das Stück höre und das passt mir nicht mehr, dann denke ich, ja, gehen wir etwas weiter. Dann muss ich also den Arm lupfen und dann tue ich da den Arm etwas reinschieben und dann abzähle 3, 4, 5, ja, da, auf das. Und dann tun wir wieder senken. Wenn ich Schwein habe, treffe ich richtig. Wie ist das da? Das ist natürlich viel einfacher darauf. Wir sehen erstens auf der ersten Liedreihe, wie viele Musikstücke es auf dieser Platte hat. Wir sehen hier unten, welches Musikstück gerade gespielt wird. Wenn ich mit der Next-Taste oder Play-Taste einen Impuls geben, dann schaltet es automatisch aufs nächste Musikstück weiter. Ich kann noch mehr machen. Ich kann mit der Select-Taste kann ich vorwählen, welches Stück ich will hören will, beispielsweise Stück Nummer 7. Dann ich das noch speichern und gebe dem Gerät den Befehl, das Stück zu spielen. Dann geht er auf das Stück und dann kann ich noch Repeat drücken und dann tut er das endlos abspielen. Jetzt wären wir auf dem Stück Nummer 7. Ich muss immer wieder den Ton zurückstellen, ein bisschen leiser, damit wir überhaupt miteinander reden können. Bei so einem Plattenspiel muss man sehr vorsichtig rumlaufen, weil der Arm liegt mit sehr wenig Gewicht drauf auf. Wie ist das da? Das ist sehr unkritisch. Sie können so eine Platte spielen. Nein, der spielt. Jawohl, jetzt machen wir ein bisschen lauter. Sie können bewegen. Nehmen, Sie können umkehren, den Kopf stellen, vertikal halten, schütteln und so weiter. Das macht dem alles mit. Das eröffnet natürlich auch neue Möglichkeiten zum Gebrauch von dem Gerät. Richtig, wir denken daran, den Plattenspieler in Form von tragbaren Geräten zu bringen, eingebaute Kompaktanlagen im Auto und so weiter. Jetzt hat ja Ihre Firma die Erfindung nicht nur gemacht, um den Leuten Freude zu machen, sondern um Geld zu verdienen. Soll ja nächstens auf den Markt kommen. Beispielsweise wie die in der Form von diesen Geräten, wie wir sie hier vorne haben. Es gibt aber auch noch andere Systeme. Wir haben ja bei den Videorekorder beispielsweise so den Systemsalat. Und ich weiss, dass es Telefunken, JVC, Soundstream, CX, das sind alles so Systeme, die es auch gibt. Gibt es da wieder den gleichen Systemsalat? Richtig, da haben Sie recht. Es gibt noch andere Systeme mit ihren Vor- und Nachteilen. Aber ich meinte, hinter dem Compact-Disc-System von Philips, da stehen heute bereits 43 Lizenznehmer. Das sind zum Teil, zum grossen Teil, recht grosse Firmen. Das heisst, es steht eine recht grosse Volkschaft hinter dem System. Also auch recht viel Power, und das muss man schon klar sehen. Das kann man auch objektiv feststellen, dass wo Geld ist, ist Macht. Und die Macht, die ist da. Und es wäre ja anzunehmen, dass es schön ist, wenn nur ein System auf dem Markt wäre im Sinn des Konsumenten. Und das sieht so aus, wie wenn es auf das eine System rauslaufen würde, sodass man also nur eins dann muss oder darf, je nachdem, kaufen. Wir dürfen festhalten, dass nur ein System hat Chancen und eine Entscheidung hat müssen sein. Was kostet das? Gegen 1'500 Franken, wenn es im Handel kommt. Und Platten? Platten wie eine heutige, gute Langspielplatte. Im gleichen Preisverhältnis. Also grössenahnig 40 Franken? Richtig, kann man sagen, ja. Jetzt kann man ja feststellen, dass, wenn man in einem normalen Raum sitzt, für einen normalen Musikkonsument nicht ein sehr grosser oder fast kein Unterschied besteht zwischen einem Plattenspieler dieser Grössenahnung und dem. Sie sagen doch. Ich meinte doch. Die Qualität dieser Aufnahme ist derart gross, dass es auch mit einer einfachen HiFi-Anlage schon einen Vorteil bringt. Wir haben das Gerät hier an einer ganz gewöhnlichen HiFi-Anlage angeschlossen. Und ein weiterer Vorteil ist, Sie haben die abnutzungsfreie Platte, die Sie also lang aufbewahren können, immer mit der gleichen Qualität wieder abspielen. Also mit anderen Worten, wenn ich da so über die Platten hineinlange, dann tut das deren nicht gut. Währenddem, das kann ich bei der so machen. Das können Sie machen. Sie müssen allerdings daran denken, da muss das Licht können in die Platte eintauchen und wieder rauskommen. Aber wenn einmal Staub drauf ist, können Sie es auch irgendwie ganz einfach abschließen. Also Platte. Denken Sie daran, so richtig, putzen. Richtig wie ein Brüllen oder ein Spiegel muss einfach so sauber sein. Gut. Ich glaube, für den Konsument ist nicht die Frage, dass auch wenn es das Jahr jetzt, wenn das wird rauskommen, muss noch schnell die letzten alten Platten kaufen. Das wird eine sehr lange Ablösungsphase geben. Es sind verschiedene Interessen im Spiel. Interessen, wie gesagt, von Ihnen, wo Sie noch alte Platten, alte konventionelle Platten kaufen. Gleichzeitig sind Interessen auch von der Industrie, die alten konventionellen Plattenspieler weiter noch können zu verkaufen. Und eine Ablösungszeit von wie vielen Jahren ist etwa zu erwarten? Das ist sehr schwierig zu schätzen. Wir rechnen zwischen 10 und 20 Jahren. Und dann würde ich sagen, dann ist auch der Preis von so einem Gerät nicht mehr rund die 1500 Franken, sondern auf einem sehr... Es wird auch verschiedene Ausführungen geben mit mehr und weniger Features dran und entsprechend auch andere Preislagen. Gut, ich hoffe, wir haben Ihnen können entsprechend Vorinformationen geben, damit Sie mal eine erste Grundlage haben, wenn das Ganze dann an Sie herantritt. Vielen Dank für die Informationen, Herr Mann. Und wir bleiben bei der Elektronik, wir gehen zum Computerspiel.